Heute möchte ich euch mal die LED-Lichterzauber von EasyMax zeigen. Die gibt es auch bei Amazon, sogar im Zweierpack für 12 Euro, habe ich gerade gesehen. Ich habe da sogar damals 8 Euro bezahlt. Hier gibt es sogar im Zweierpack für 12 Euro. Also das ist hier noch günstiger. Okay. Die Dinge sind gar nicht mal so schlecht als Deko. Und zwar, die Teile wechseln hier die Farben, entweder statisch oder mit Übergängen, das zeige ich auch gleich mal. Fernbedienung ist auch dabei, das Teil ist auch wasserdicht, 100% wasserdicht. Man kann es auch irgendwie installieren, wie genau soll das gehen, weiß ich jetzt auch nicht genau, aber hier steht, wo stand das? Irgendwo stand hier, das kann man irgendwie hier installieren. Okay, oder auch nicht. Jedenfalls, die Teile sind sehr gut. Zum Beispiel, wenn man jetzt ein Glas Wasser hat, schaltet man das so drauf. Und macht das Teil an. Und dann leuchtet das so. Also als Untersetzer quasi. Jemand bei YouTube hat das ins Glas gemacht. Das kann man auch machen, aber macht nicht viel Sinn für mich, ehrlich gesagt, das ins Glas zu machen. Da macht das schon eher Sinn, das Teil in die Badewanne zu stellen. Das macht ziemlich, das sieht ziemlich cool aus in der Badewanne. Aber was das angeht, muss ich sagen, so macht das für mich mehr Sinn. Als Untersetzer oder einfach nur als Dekoartikel. Und ich mache gleich mal das Licht aus, um zu zeigen, wie stark das ist. Braucht übrigens 3 AAA-Batterien oder Akkus. So wie es auch hier steht. 3x AA-Batterien. Aha. Ja, das ist, das müsste auf meine jetzt auch zutreffen. Das ist ziemlich dasselbe. Und okay. Ich werde jetzt das Licht ausmachen und dann zeige ich euch, wie die Farben aussehen. Man kann auch die Helligkeit einstellen. So, einen Augenblick. So sieht es in der Nacht aus. Und jetzt mache ich mal das Teil auf ganz dunkel. So sieht es aus, wenn es ganz, ganz dunkel ist. So, jetzt ist die maximale Helligkeit eingestellt. Ja, ist nicht schlecht. Eigentlich gehört sowas eigentlich an eine Bar von einer Diskothek oder so. Ich glaube, da gibt es sowas bestimmt, oder? Jo, das mache ich immer mal auf dunkel. Auf jeden Fall hat das was. Ne? Und jetzt probieren wir mal die. Das ist hier die Funktion, wo die Farben ineinander übergehen. Sanfte Übergänge. Die Fade-Funktion. Die Akkus halten übrigens um die 5-6 Stunden. Mit normalen Batterien oder Markenbatterien wahrscheinlich eher länger. Ich schätze, keine Ahnung, kann man nicht mal richtig genau sagen, aber ich stelle das mal da hinten hin, damit man sieht, wie das aussieht von weitem. Von weitem sieht man ja noch nicht mal, wo die LED-Lampe ist. Und jetzt kann man das nochmal so einstellen. Dass die einzelnen Farben ohne Übergänge angezeigt werden, nacheinander. Das ist auch nicht schlecht.
Bis jetzt habe ich keine Probleme damit. Ich habe jetzt schon seit ungefähr einem Jahr in Gebrauch und funktioniert alles noch einwandfrei. Und mit Fernbedienung, das ist schon sehr komfortabel. Und dass man die Helligkeit einstellen kann, ist auch sehr gut. Da kann man auch Strom sparen, wenn man das nicht so hell haben will. Dann halten die Akkus länger, logischerweise. Ich gucke mal, was hier noch zu sagen gibt dazu. Ja, genau, für Partys, ganz klar. Partylichter. Was ist das? Ah ja, Eisskulpturen. Shisha. Um Shishas zu beleuchten. Ja, das wäre doch auch mal eine Idee. Shishas zu beleuchten. Das steht hier auch. Ja. Was steht hier noch alles? Das habe ich eigentlich hier. Ja, wasserdicht, das wissen wir ja schon, dass es wasserdicht ist. Ja, da wäre eigentlich schon alles gesagt. Also wer ein bisschen Farbe in sein Leben bringen will, auf diese Art und Weise, dem kann ich das empfehlen. Als Hintergrundlicht zum Beispiel oder als Deko unter die Shisha oder unter das Glas Wasser. Und ja, dann sollte man immer Ersatzakkus dabei haben und schon ist alles bestens. Wenn du Fragen hat, kann er gerne fragen. Und ja, ansonsten bis zum nächsten Mal.